dass Sie im Theater wieder zu tun haben, Herr Conradi, da freue ich mich ja wirklich für Sie. Das schaue ich mir aber an. So groß ist die Rolle nicht. Doch, 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 doch. Das gucke ich mir an. Wie heißt denn eigentlich das Stück? Ach, der Babutz. Der Babutz? Das ist aber ein komischer Titel. Und was geschieht in dem Stück? Ja, das ist mehr eine Komödie, ja? Da gehen die Frauen auf Arbeit und die Männer machen den Haushalt, weil sie es ja auch besser können. Wieso können die das besser? Ja, das möchte ich auch mal gerne wissen. Ja, also Haushalt, ich meine, das ist ja nicht Putzen allein. Dazu gehört ja auch Organisation, Mut. Wie soll ich mich ausdrücken? Entscheidung, Mut zur Entscheidung. Zum Beispiel, dass man grüne Bohnen kauft und nicht Tomaten. Oder so. Ja, jedenfalls behaupten das die Männer im Stück so. Ja, was zu beweisen wäre, Herr Conradi. Na, also ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich bin fertig, Sie können jetzt hier ran. Also, Wiedersehen. 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 Auswärts und die drei Männer in die Hose. Das Baby in der Mitte. Danke. Das Baby in der Mitte. Der Gesamteindruck in Ordnung, aber wo ist der Vorteil? Der Vorteil? Halt, 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 halt. Moment mal. Kinder, das ist ja viel zu lahm. Ihr wollt doch beweisen, dass ihr als Männer den Haushalt in einer halben Stunde schmeißen könnt, wozu die Weiber den ganzen Tag brauchen. Fernand, das muss schneller gehen. Bühne! Bühne! Was ist denn? Ich weiß nicht, das Ganze gefällt mir noch nicht. Was? Irgendwas fehlt da noch. Pause. Pause. Nein, 10 Minuten Pause. So, wir müssen. Du, Elisabeth, ja. Das mit deinem Mann, das tut mir leid. So, ja. Und dann, wie kommst du denn zurecht? Ich gehe dem so nicht. Ach, du wirst das schon schaffen. Weißt du, am Anfang, da fällt das einem immer besonders schwer, wenn plötzlich so allein steht. Aber wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sagst du es, hm? Ja, danke, es liegt von dir. So. Komm. Eugen. Nun, Inspektor, was haben Sie einzuwenden? Im ersten Augenblick. Ist das nicht Glück? Ist da etwas, was nicht stimmt? Ich wüsste nicht, und doch... Und doch fühle ich in diesem Gleichgewicht etwas Unsicheres, Schwankendes, oder vielmehr... Sehen Sie, Monsieur. Ja. Sehen Sie, Monsieur, man ist nicht jahrelang Inspektor, ohne nicht eine Nase für bestimmte Dinge zu bekommen. Haushalt ist vor allem Organisation. Und das wollen Sie einer Frau überantworten? Das liegt nicht in Ihrer Natur. Immerzu muss entschieden werden. Spinat oder Gurken. Aber Johnny, du kannst das ja auswendig. Kann ich das auswendig? Guck mal an. Wenn ich dich so sehe, an dir ist sowieso ein Schauspieler verloren gegangen. Hättest mal zum Theater gehen sollen. Ja, Theater. Werden zu Hause so eine Heimatbühne. Gott, ja, da habe ich fast kein Stück ausgelassen, als ich jung war. Du, das hat damals 60 Pfennig gekostet. Manche bin ich 5, 6 Mal reingegangen, da konnte ich fast das ganze Stück auswendig. Später fuhr ich dann zur See. Ja, war nichts mehr mit Theater. Also nochmal das Ganze von vorn, ja? Und die Teller, Achtung! Ein Teller! Müssen Sie unbedingt hier durchlatschen? Entschuldigen Sie. Warten Sie mal. Gut. Gehen Sie mal zurück.
Ja, ja, ja. Und ihr spielt eure Szene weiter. So, jetzt bitte gehen Sie noch einmal über die Bühne. Das ist, was mir gefehlt hat. Natürlich, wir müssen gegen die schnelle Bewegung ein retardierendes Moment setzen. Irgendjemand muss langsam über die Bühne gehen. Vielleicht ein Briefträger oder ein Milchmann. Der ist auch nicht glücklich, wenn er nicht dauernd die Figur dazu erfinden kann. Retardierendes Moment. Milchmann ist gar nicht schlecht. Ich sehe da keine Funktion für einen Milchmann. Ich meine, so eine Figur muss doch motiviert sein. Er bringt die vollen Milchflaschen und nimmt die leeren wieder mit. So ein älterer Mann wie der da. Okay, soll man statt diesen nehmen? Nein, für den Eingang. Lass ihn das doch machen. Na, wie ist's mit Ihnen? Wollen Sie? Nee, ich hab da Umbau. Okay, da will uns noch was reinmachen. Ach, bitteschön. Ich wüsste da jemand, der kann das. Das ist ein Bekannter von mir, ein Kollege, der ist frei. Der sieht aus wie ein älterer Milchmann. Kann ich ihn vielleicht morgen mitbringen? Okay, Konradi, bringen Sie ihn mit. So, jetzt die ganze Szene nochmal ab der Uhr. Tja, also ohne Kfz-Brief kann ich den Wagen leider nicht kaufen. Ja, aber ich habe doch hier die Autopapiere von meinem Mann und einen Führerschein, sehen Sie, und da Schlüssel habe ich auch. Aber ich sagte Ihnen doch, Sie brauchen noch den Kraftfahrzeugbrief. Sonst kann da jeder kommen. Woher soll ich wissen, dass der Wagen nicht gestohlen ist? Na, hören Sie mal. Den haben wir doch erst vier Monate vor dem Tod meines Mannes gekauft. Der ist ja auch noch ganz neu, der Wagen. Ich will ihn mir ja auch gerne ansehen. Nur Sie müssen dafür sorgen, dass der Kraftfahrzeugbrief herbeigeschafft wird. Tja, wie sieht denn der aus, dieser Brief? Also, nee, das kann ich nicht. So gehen, wenn jeder guckt. Das müsst ihr doch wohl können. Einmal über die Bühne gehen. Das ist ja wirklich keine Kunst. So einfach ist das auch wieder nicht, wie du dir das denkst. Gerade das Gehen. Wie geht ein müder Mann, wie geht ein alter Mann, wie geht ein kranker Mann? Man kann zum Beispiel humpeln. So. Und dann kann man marschieren. Man kann aber auch schreiten. Sieh mal, hier handelt es sich doch um ein bewusst langsames Gehen. Du musst vergessen, dass du Johnny Schmidt bist. Du bist doch das retardierende Moment. Ein müder Milchmann. Ach so, ja. Ja, wie geht ein müder Milchmann? Das mache ich dir mal vor. So, jetzt bitte der Milchmann. Ach, bitte, bitte. Und noch einmal. Ja, das ist ja schon sehr gut. Sagen Sie mal, können Sie auch normal gehen? Ja, wie normal? Ganz ohne zu schauspielern? Ja, ganz normal. Ja, das kann ich auch. Also, da haben wir es ja. Sagen Sie mal, was sollte dieser Eiergang? Was haben Sie eigentlich dabei gedacht? Ach, ich dachte, das sollte hier Kunst sein und nicht wie im Leben. Guter Freund, das ganze Leben ist eine Kunst. Uns eine Kunst dabei zu leben. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Warten Sie mal. Das sagen Sie, wenn Sie die vollen Milchflaschen hinsetzen und die leeren wegnehmen. Das ganze Leben ist Kunst. Uns eine Kunst, dabei noch zu leben. Bitte. Wer, ich? Ja, natürlich, Sie. Na? Das muss ich mir erst aufschreiben. Na, dann schreibt sie mal einer auf. So, jetzt die ganze Szene noch mal von vorne. Na denn? Los, komm, jetzt mit Fang. Hey! Na, Johnny, nun gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Kunst. Kunst. Mein Gott. Mein Gott, Tübingen.
Geh doch mal ganz lang. Also, locker dich. Ja, so. Jetzt mal auf jetzt mit Selbstvertrauen, so. Jetzt gebe ich dir eine Stütze. Und nun, Kunst. Na also, geht doch schon viel besser. Breit, breit. So, pass mal auf, ich habe hier Atemstütze, ja? Was, ich habe hier ein Buch, da sind Sprechübungen drin, da kann ich dir gleich mal ein paar Übungen vorlesen. Spitzfindig ist die Liebe, sie nimmt nicht immer blindlings, wie sie sich listig zieret, wirkt sie mit Witz nicht minder. Spitzfindig ist die Liebe, sie nimmt nicht immer blindlings, wie sie sich listig zieret, wirkt sie mit Witz nicht minder. Und du? Und du, nee, du lass es lieber noch mal den Satz mit Kunst üben. Ach. Elisabeth, das Gejammer bringt dich auch nicht weiter. Ich verstehe auch nicht, dass dein Mann dir nicht gesagt hat, wo er wichtige Dinge aufbewahrt. Gott, Fritz, der hat eben immer zu mir gesagt, Elisabeth, um den Papierkram brauchst du dich nicht zu kümmern. Das wollte er eben immer machen. Ich verstehe auch nichts davon. Da siehst du ja, was dabei rauskommt. Kurt. Na ja, ich hab da recht. Wenn die Frauen sich nicht um diese Dinge kümmern, meine Frau die. Es sind eben nicht alle Frauen wie deine Frau, Kurt. Ja, vielleicht auch ganz gut so. Ja, was soll ich denn nun machen, wenn ich diesen Kraftbrief, Dings... Kraftfahrzeugbrief. Wenn ich den nun nicht finde, was soll ich denn dann machen? Das Ding muss doch irgendwo liegen. Ich komme zu dir, Elisabeth, und dann suchen wir systematisch, ja? Ja. Das möchte ich mal sehen. So, Herrschaften, ich glaube, es wird Zeit. Wir müssen ja. Schatz, komm mal. Maria, zahlen! Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Ihr Mann den Kfz-Brief auf dem Boden noch bewahrte. Ja, ich glaub's ja auch nicht so recht. Aber wissen Sie, ich hatte mal zu ihm gesagt, diese vielen Hefte in der Wohnung, das wurde mir einfach zu viel. Und da hat er eben welche raufgebracht. Nicht? Mein Mann, der konnte ja auch nichts wegtun. Der hat immer gesagt, wer weiß, wozu man es noch mal braucht. Ich hätte ja schon viel eher mal was weggeschmissen, aber ja, war das so eigen, nicht? An seinen Schreibtisch, da durfte ich überhaupt nicht rangehen. Da konnte er ganz fuchtig werden. Ja, können wir mal sehen, ob wir das Ding hier finden. Sie haben nämlich hier unsere Schlüssel mitgebracht. Moment, hier, das ist der Kommodenschlüssel. Vielleicht hat er hier was drin. Mein Gott. Den ganzen Karnevalsorden hat er hier aufgehoben. Sagen Sie mal, das ist doch ein Safe-Schlüssel. Was? Wenn das wir darauf nicht gekommen sind, im Safe. Da ist das Ding. Habt ihr den Safe bei der Bank? Was ist ein Safe? Nicht, dass ich wüsste. Das ist garantiert ein Safe-Schlüssel. Wieso? Hier, da ist eine Nummer drauf. Das ist aber komisch. Das kann ich nicht lesen. Also, Frau Kuhlmann, ehe wir hier weitersuchen, sollten Sie sich ja erst noch mal auf Ihrer Bank genauer erkundigen. So, ja, du. Komisch. Ich habe nämlich schon gar nicht mehr geglaubt, dass ich das Safe überhaupt noch finde. So, bitte sehr. Danke. Darf ich? Ja, na, bitteschön. Ist das ein Sparbuch? Ich habe gar nicht gewusst, dass mein Mann noch ein Sparbuch hat. Oh, und der Kraftfahrzeugbrief. Gott sei Dank. Wissen Sie, ich will nämlich das Auto verkaufen und das geht nicht ohne Kraftfahrzeugbrief. Das Sparbuch. Mark. Da sind 3.200 Mark drauf. Darf ich mal sehen? Ja, und dann kommen noch die Zinsen dazu. Was? 3.200 Mark. Mahlzeit. Mahlzeit. Das ganze Leben ist Kunst und es ist eine Kunst, dabei noch zu leben. Also ich kann das nicht mehr hören. Es ist wirklich eine Kunst zu überleben, eure Kunst. So, er spricht das doch schon sehr gut. Jetzt kann ich's auch. Das ganze Leben ist Kunst. Und es ist eine Kunst, dabei noch zu leben. Noch einmal und ich ziehe hier aus. Das ganze Leben ist Kunst. Mahlzeit. Hm.
Hallo, die fangen ja heute erst um 10 an. Jetzt sind wir zu früh? Ja, eine halbe Stunde. Ja, was machen wir jetzt? Müssen wir schon drauf. Noch gar keiner da. Ist wie so ein Loch. Ja, jetzt ist noch alles dunkel. Aber dann am Abend, wenn dann die Vorstellung läuft und wenn der Zuschauerraum voll ist, voller Erwartung und wenn dann ein Stichwort fällt und hunderte von Augenpaaren, die halten dich wie einen Bann. Ja, dann bin ich nicht mehr Conradi. Wer ist das schon? Dann bin ich ein Dieb oder ein Narr oder ein König. Wo war ich? Wacht hier niemand als der König? Was? Die Lichter sind schon herabgebrannt. Doch nicht schon Tag. Ich bin um meinen Schlummer. Nimm ihn als Empfang der Natur. Ein König hat nicht Zeit, verlorene Nächte nachzuholen. Jetzt bin ich wach. Und Tag soll sein. Du, den Philipp in Don Carlos, den hätte ich für mein Leben gern gespielt. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, Johnny, dass man nach diesem Kulissenstaub, nach der Schminke, nach diesem Geruch, der über seinem Theater liegt, Sehnsucht haben kann. Das kann ich verstehen. Kann ich sogar sehr gut verstehen. Nach der Fischfabrik, in der ich mal gearbeitet habe, nach dem Gestank da, da habe ich keine Sehnsucht. Schon nicht. Das kommt ja gleich der Opa. Hier ist Opa drin. Ja, unser Opa kommt gerade. Seid du mal her. Ja. Tatsache. Oh, hübsches Foto. Leute schon wieder. Ich glaube, wir müssen rein. Ja, sicher. Wie immer. Ja, geh rein. Angst, Lampenfieber? Und wie? Ich auch. Jedes Mal neu. Ja, kommen Sie, wir müssen uns beeilen. So leise. Psch. Die lachen. Alles raus. Monsieur, bitte kommen Sie rein. Ja, ich bin der Arbeitsinspektor vom 15. Bezirk. Das macht nichts. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie sind Fréchard, Eugène? Ja. Ja, meine Dienststelle. Dienststelle verlangt eine Auskunft über Sie. Danke der Nachfrage, mir geht's gut. Sie arbeiten als Maurer? Nee. Wir haben neulich den 18. Jahrestag gefeiert, seitdem ich das letzte Mal die Maurerkelle in der Hand hatte. Ja, aber das Angebot für Maurer ist doch... Oh, wissen Sie, ich gehöre nicht zu den Leuten, die da unten rumwimmeln, um unterzukommen. Und Ihr Sohn? Der ist im Bett. Monsieur Fréchard, ich bin gekommen, um ernsthafte Antworten auf ernsthafte Fragen zu bekommen, ja? Arbeitet Ihr Sohn schon längere Zeit nicht mehr als Maurer? Von Geburt an nicht. Wieso von Geburt an? Warum sollte er denn? Der ist Klempner. Ja, dann arbeitet er also als Klempner? Nee, nie. Und Ihr Schwiegersohn? Concierge, Hausmeister. In welchem Hause arbeiten Sie? Haus? Ein Haus habe ich nicht. Ja, aber Sie suchen doch wenigstens... Ich habe mein Abitur und Abend für Abend lese ich, um mich zu bilden. Gell, Papa? Jawohl, mein Junge. Also schön. Summa summarum, Sie arbeiten alle drei nicht. Was denn? Was? Wir arbeiten nicht? Schauen Sie mal. Wir machen den Haushalt. Und Ihre Frauen?
Und die haben keine Zeit. Wieso? Weil sie arbeiten. Und Sie werden von Ihnen ausgehalten? Jawohl. Das ist sehr freundlich von den Damen. Da ist es einer modernen Frau untersagt, freundlich zu sein? Ja, das ist eine unglaubliche Situation. Ich werde hier geradezu mit dem Auswurf der menschlichen Gesellschaft konfrontiert. Hast du das gehört? Auswurf? Überhaupt? Ja. Dass Sie mal da sind, will ich Sie auch mal was fragen. X-mal schon war ich auf dem Einwohnermeldeamt und habe nichts erreicht. In welcher Beziehung? In meinen Papieren steht immer noch Maurer als Beruf. Ich wollte stattdessen gerne Hausfrau eingesetzt haben. Aber Hausfrau ist doch absurd. In den Papieren einer Frau kann Hausfrau stehen unter ihrem Namen Levin, Eugenie. Aber man kann nicht Hausfrau schreiben unter Fléchin, Eugène. Also wollen Sie mir weismachen, die Rechte eines Menschen hängen nur von seinem Vornamen ab? Überhaupt ist unsere Welt gar nicht verkehrt. Sagen Sie mal, was ist das überhaupt für eine Art? Fremden Leuten ins Haus zu fallen, alles zu kritisieren. Ist denn dieses Baby nicht gepflegt? Mein Babuzchen. Da. Und schauen Sie mal die Windeln an, bitte schön. Und die Wohnung? Yeah. Ist sie nicht gut gehalten? Hm? 4 Uhr, Zeit, von Franz. Olle, ja, los, jetzt mal. Ja, mal. Eisschrank ist an. Ah. Komm schon mal los. 1, 2, 3. Das ganze Leben ist Kunst und Kunst, dabei noch zu leben. Ja. Na, ist das Hausarbeit? Ja. 3 Arbeiten außerhalb, 3 im Haushalt, das Baby in der Mitte und Gesamtergebnis in Ordnung. Aber wo ist der Vorteil? Der Vorteil? Ja, der Vorteil bei dieser Umkehrung. Na, haben Sie die Arbeit gesehen? Um zu demselben Resultat zu kommen, hätten unsere Frauen bei Tagesanbruch anfangen müssen. Und am Ende fände man sich zerzaust, abgekämpft und schlecht gelaunt wieder. Was zu beweisen wäre. Ich hab alles verpatzt. Du bist ein Beamter. Du, denn du weißt doch prima, Klasse. Und die Leute haben doch sogar gelacht. Los, Kinder, los. Komm mal. Los, komm.